So, damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Avatar. Nicht das, nicht der Herr der Elemente, sondern der Filme mit den blauen Männchen. Ich sollte mir einen leichteren Titel aussuchen mittlerweile. Wir machen weiter. Wir müssen nach hier. Wie hieß er denn nochmal? Huch, was ist mit dem Wasser? Was ist mit dem Wasser gerade passiert? Egal. Wir müssen nach, beziehungsweise hinter, Sekunde, mein Stuhl geht gerade nach unten, Menschenskinners. Wie heißt du? Tanjala, dem müssen wir hinterherlaufen. Oder den müssen wir hier finden. Diese Natternwölfe, die sind aber auch wirklich nervig, ne? So. Das sind ja zwei Natternwölfe in dieser Herde drin. Frechheit. So. Tanjala ist nicht hier. Dem nördlichen Pfad folgen. Okay. Das kriegen wir vielleicht auch noch ganz gut hin. Aha. Flatsch. Oh, das macht... Das macht groß Flatsch. Oh, Pferde. Oh, Pferde. Cool, ich darf mit den Pferden reiten. Oh. Oh. Ich muss ihm scheinbar jetzt hinterher reiten. Das ist okay. Das kriege ich hin. Außer er darf mich nicht bemerken. Dann wird es kompliziert. Das kann ich nicht gut. Eng da. An der einen Stelle. Soll ich hier erstmal so einen komischen Baum aktivieren? Na, lass mich doch bitte vorbei. Sekunde. Lass mich vielleicht gar nicht vorbei, weil ich hier noch die DNA mal mitnehmen kann. Nein, die DNA will ich mitnehmen. Danke. Beziehungsweise die Zellprobe. Okay. Oh, haben wir zu 100% irgendwie abgeschlossen schon? Oh, okay, es geht weiter. Falco. Was gibt's denn? Es ist Dr. Harper. Ich sehe ihn gerade mit Tanjala. Dieser Scheißkerl Harper? Alles klar, wir laden jetzt einen Skorpion. Ziehen Sie los und lassen Sie Harper nicht entkommen. Hallo, Herr Dr. Harper. Sie sind der Spion. Deshalb sind Sie also hier? Finde den Spion. Es ist vollbracht. Ich bin der Spion. Sehr gut, Ryder. Hier riecht es nach Beförderung. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie da tun? Überlegen Sie lieber, was Sie tun. Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Moment, das... Ja, hier lebten seinerzeit die Na'vi. Doch dann kamen Sie. Die Feuernation. Ich? Das war ich nicht. Doch, wir sind die Feuernation. Alle wissen darüber Bescheid. Der Signalexperte hat das Ziel lokalisiert. Was dachten Sie, was Sie da tun? Man sagte mir... Oh Gott. Sie sind benutzt worden, Ryder. Ich bin schockiert. Ich habe so eine Bindung Falco zu diesem Doktor aufgebaut. Erledigt. Das ist nur eine Zeitfrage. Ich gehöre jetzt zu den Na'vi. Geben Sie auf, Harper. Seien Sie vernünftig. Die Na'vi brauchen Sie. Jetzt oder nie. Wir zwei Avatare gegen diese Jungs. Das schaffen wir. Tun wir es auf der Stelle, jetzt und hier. Zu spät, Ryder. Ich befehle Ihnen, Harper zu erschießen. Was? Dafür habe ich dann vielleicht doch eine Zusage. Wir sind zwei Avatare. Wir können diese Truppen besiegen. Was denn jetzt? Was ist denn... Jetzt muss ich mich jetzt schon... Was? Ich muss mich entscheiden für eine Fraktion? Ich befehle Ihnen, Harper zu erschießen. Okay. Erst einmal, ich habe kein Batman-Glas bei mir. Das macht mich schon mal sehr unsicher. Ja, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Also auf der einen Seite, meine Fresse, ich will ballern. Ballern macht Spaß. Ne? Das muss ich mal ganz kurz so sagen. Aber ich möchte den Planeten nicht zerstören. Das macht mir keinen Spaß. Oh Gott, ich muss mich entscheiden.
Wir sind zusammen zwei Avatare. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Ich weiß, aber was ist denn mit Kendra? Ich mag die. Ich möchte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es tut mir so leid. Das ist. Oh, warum stehst du nur wieder? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Falco war mir nicht sympathisch. Ja, ja, alles gut. Wir müssen sofort los. Holen Sie Ihr Direhorse. Mein was? Meine Diarrhö? Ah, es ist doch. Spiele mit Entscheidungsfreiheit. Ich mag euch nicht. Ernst gemacht. Die RDA macht nun mal keine halben Sachen. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Die Langstreckenraketen werden den gesamten Sektor grillen. Haben Ihre Freunde was Besseres als Pfeil und Bogen? Sie verteidigen ihre Heimat. Das sind die einzigen Waffen, die sie brauchen. Großartig. Gute Wahl, Ryder. Immer schön den Unterlegenen helfen. Wollen wir kennen niemanden von denen. Außer den Tanjala. Und der hat nur gesagt, hey, mach mal was für mich. Besonders sympathisch war der mir auch nicht. Und jetzt bin ich nackt. Das ist ja klasse. Wusch. Ah. Auch gut. Das MG behält er, aber die Klamotten nicht. Das ist ja... Du bist eine Intelligenz, Bolzen. Ach, und die unendliche Munition hast du auch eingetauscht. Du Vollidiot. Warum bin ich denn... Warum habe ich gewechselt? Wie blöd bin ich denn? Ich will wieder zurück. Ich will zu der Erde, ja. Bitte nehmen Sie mich mit. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das war eine ganz, ganz falsche Entscheidung. Oh Gott, oh Gott. Egal, jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Eieiei. Hallo. Wir haben keine Zeit. Wenn Falco die Stecker unserer Verbindungskammern zieht, ist es aus mit uns. Tanjala und ich werden einen Stoßtrupp leiten, um die Kammern sicherzustellen. Ich komme mit. Nein, Sie würden uns nur aufhalten. Wir werden auf den Banshee fliegen. Diese Fähigkeit müssen Sie erst von Beidamo lernen. Er ist der mächtigste Krieger der Tipani. Aber seien Sie gewarnt, Beidamo empfängt Fremde nicht gerade mit offenen Armen. Wie bitte? Ich habe gerade mein eigenes Volk verraten, um hier zu sein. Dann wird er Sie erst recht nicht mögen. Er hasst Verräter. Suchen Sie Marali auf. Sie ist Beidamos Partnerin. Sie wird wissen, was zu tun ist. Okidoki. Dann sprechen wir mal mit Marali. Aber wie er eben schon so relativ passend sagte, weiß ich habe hier so mein Volk verraten und alles. Und jetzt so ich so, oh ja, nee, hier bin ich auch ein Verräter. So, ach Mann, ey. Kollege Schnürschuh. Hier erstmal volles Fund aufs Maul. Warum darfst du eigentlich deine Klamotten noch tragen und ich nicht? Achso, da runter. Oder so, wo muss ich hin? Da hoch! Ihr habt sie doch nicht mehr, Alter. Erstmal hier unten diese Zellgeschichte aufheben. Ich muss ja zugeben, ich konnte mich noch an diese Kehrtwendung erinnern. Ich wusste aber nicht, dass die nach einer Stunde kommt. Wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, die kommt so in der Hälfte des Spiels. Naja, weiß ich jetzt auch mehr. Hallo, du eine da. Deine Harper erzählt Gutes über dich. Danke. Aber ich fürchte, Beidamo wird sich nicht freuen, dich zu sehen. Ja, dann Beidamo. Lassen wir das halt. Ich muss mit ihm über eine Ikran sprechen. Dann über musst was? Du ihm ein Zeichen deines Respekts darbringen. Suche seltenes Feuerkraut. Nur dann wird Beidamo mit dir sprechen. Was glotzt du so? Schnauze. Ja, Feuerkraut, okay. Tut mir das weh? Ja. Haben wir das auch gelernt. Also mit ihm hier können wir auch ordentlich Fallschaden bekommen. Schwing, 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 schwing. Okay. Wenigstens haben wir zwei coole Schwerter bekommen. Das ist ein guter Deal gewesen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich durch den Wasserfall hier durch muss, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, was mich dazu gebracht hat, das zu glauben. Aber ich hab's geglaubt, wenn ich ehrlich bin. So für einen kurzen Moment. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf. Der ist ja lustig. Der kann ja auch richtig hoch springen. Muss er auch können. Sonst überlebt er hier nicht lang. Ja. Nee, ist okay.
Einsiedlerknospen? Was? Was? Ich kletter erstmal wieder hier hoch. So. Einsiedlerknospen. Was für Einsiedlerknospen? Bist du ne... Wo siehst denn du hier... Da sieht der Einsiedlerknospen. Okay. Wumps. Wumps. Stand da, dass ich mit dem normalen Gewehr drauf schießen muss? Ah, oder das ist... Ich glaube, das ist die Einsiedlerknospe. Und alles bewegt sich. Ja, ist klar. Hm? Okay. Das ist ja praktisch. Ah, da kommt die RDA. Kriegen erstmal einen Pfeil von mir in den Kopf. Danke. Na, klasse. Was ist mit ihm passiert hier? Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt sieht er mich aber auch nicht mehr. Oh, meine Fresse. So. Und hoch mit uns. So, klasse. Und rüber. Nein! Ob er es heute noch schaffen wird, dort rüber zu hüpfen? Das alles und noch viel mehr erfahren Sie gleich nach der Werbung. Ja, schafft er. Klasse. Oh, Mann, Mann, Mann. Das, huch. Hier fliegt eine Fliege. Also, das ist keine Fliege, die da rumfliegt, aber der sieht mir jetzt auch nicht so viel sympathischer aus, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Nur weil er blau ist. Ja, hab ich verdient. Das habe ich verdient. Pflanze kaputt. Düp, 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 düp. Hallo. Düp, 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 düp. Oh nö. Warum geht's denn hier überall so tief runter? Och, Mann, Mann, Mann. Laufen wir gerade nochmal hier hoch. Hallo, Herr Harper. Vorname Charlie. So, und dann hier hoch. Bitte. Kletter, kletter, kletter. Kletter. Spring, spring, spring. Spring, spring, spring. Hallo. Was soll das? Versuchst du dir mein Vertrauen mit dieser Gabe zu erkaufen? Ja, wie, irgendwie schon. Du magst die Blumen nicht? Ha, Tatut. Du sollst dein eigenes Volk betrogen haben, um hier zu sein. Wie schnell wirst du uns betrügen? Das kann ich ganz deine schnell machen. Gabe allein genügt nicht, mein Vertrauen zu gewinnen. Dein Volk greift uns mit brennenden Speeren an. Mit Raketen, wie du sie nennst. Wie Feiglinge werft ihr sie aus der Ferne. Sie werden vom Himmelsturm gelenkt. Du musst den Turm zerstören. Finde Merali. Sie leitet den Angriff. Ich habe gesehen, dass die RDA Sprengstoff zurückgelassen hat. Wenn ich mehr davon finde, kann ich die beiden Türme ausschalten. So handeln nur Feiglinge. Ihr Menschen kämpft unehrenhaft. Geh, zerstöre die Türme, wie immer du es wünschst. Okay. Machen wir das wohl. Türmchen zerstören. Ich bin froh, dass ich mein Volk verraten habe. Ich fühle mich hier richtig zu Hause. Hallo, Merali. Beldamo wollte die Blumen nicht. Die gleichen Blumen waren sein erstes Geschenk für mich. Er würde es nicht zeigen, aber er weiß jetzt, dass du meinen Segen hast. Das freut mich. Wir müssen den Himmelsturm zerstören und diese, wie nennst du sie, Splitter finden. Wirst du uns helfen? Diese Kisten sind Sprengstoff. Verstehst du? Bum, bum. Ja, wir nennen ihn Xangangang. Wir werden aus Stein Feuer machen. Nenn du das von mir aus ruhig Xangangang. Ich... Ach. Was mache ich hier eigentlich gerade? So, meine Güte, okay. Ja, wunderbar. Ich habe eine Sprengstoffladung dabei. Uhu. Etwas mehr Respekt, Mensch. Fick dich. Weißt du, Restepke wird hier ganz groß geschrieben, habe ich das Gefühl. So.
Heidewitzka. Also ich... Das hat ja funktioniert. Also ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen Sprengstoff finden, scheinbar. Erstmal schnappen wir uns aber hier noch ein bisschen was. Oh, Pfeile. Pfeile und eine Zellprobe, okay. Oh. Ich glaube, jetzt werden wir gemobbt. Kann das sein? Nee, doch nicht. Okay. Wir werden angegriffen. Das ist eher so das Problem. Oder könnte zumindest ein Problem sein, aber wir sind halt einfach Raider, ne? Oder Rider. Und wir, die kriegen jetzt halt einfach unsere Schwerter voll in die Fresse. Ja, du auch. Du auch noch ein bisschen, ne? Oh, ich habe eine Spezialfähigkeit. Was war das für eine Spezialfähigkeit? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Guck mal. Oh, cool. MG-Munition. Weiß nur nicht, ob ich überhaupt welche noch tragen konnte, aber scheinbar. Ich höre hier einen Heli. Achso, weil... Achso, hier wird richtig gekämpft gerade. Auch mit Raketen. Also hier Knallerbum-Bum oder so, wie die das nennen. Ui. Ui. Da müssen wir uns aber jetzt ein bisschen beeilen mal gerade. Damit wir hier ganz schnell unsere Sprengstoffdinger finden. Hilfe. So. Ich helfe den mal ganz kurz hier ein bisschen und schau mal, dass ich vielleicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee, ne? Dadurch sehen die mich. Die sehen mich halt trotzdem, ne? Ich muss mich mal ganz schnell heilen hier. Au, 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 au. Oh Gott, ich bin tot. Aua. F, um mich zu erholen. Okay. Ich hole mir mal noch ein paar Zellproben, wenn ich ehrlich bin. Alter! Du kommst da um die Ecke und wirst einfach nur noch abgeschossen. Hilfe! Ich will weg hier. Nein, jetzt bin ich nicht mehr unsichtbar. Ja, heb das noch bitte auf. Danke. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich fast schon Game Over. Er ist weg. Okay. Alter, die schmelzen einfach hin. Wegen diesen Pflanzen. Und ich bekomme hier Schaden. Warum auch immer. Aber ich habe Schaden bekommen. Das finde ich nicht nett. Oh oh. Oh oh. Unsere Freunde fliegen weg, weil große Bum-Bums die getroffen haben. Ja. Was ziemlich blöd, wenn man so auf Nahkampf angewiesen ist. Weil zum Beispiel so ein Bogen auch nicht richtig funktioniert irgendwie. Oh, der. Okay. Ich nehme alles zurück. Der funktioniert ja ziemlich gut. Also, der macht zumindest Damage. Das Ding, das macht Damage. Und das finde ich gut. Warum ist denn da einer hinter mir? Nein, was soll? Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ach, Kacke. Ist halt jetzt aber auch blöd gewesen, dass ich mich nicht geheilt habe. Sondern stattdessen hier so ein bisschen... Alter Vater! So, ich laufe einfach mal weg. So. Tschüss. Uiuiui.
Das funktioniert ja gar nicht. Ach komm. Die wollen mich verarschen manchmal. So. Bevor ich da jetzt aber hochkletter, meine lieben Damen und Herren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Avatar. Nicht der Herr der Elemente, sondern der Film mit den blauen Männchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.